Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun Tealay. In der letzten Folge sind wir zu Matra hingegangen und mal sehen, wie wir das weiter. Naja, wir haben dort mit dem Bürgermeister ein bisschen wieder geschwätzt und haben den Cyclan Chip erhalten, womit wir jetzt Cyclan einsetzen können. Ja, und außerdem sind wir diesem einen Mädchen begegnet, anscheinend die Schwester von der Menadi. Dann hat sie erfahren, dass ihre Schwester gestorben ist und jetzt ist sie auf Jagd nach Matt und seinen Freunden, was schlecht ist. Also, ja, wie auch immer, wir sind jetzt hierher gegangen, um jetzt unsere Belohnung abzuholen vom großen Kabombo. Warte mal, Kabomba. Ich hab's vergessen. Jedenfalls, yep. Die Dungeon wird wohl einige Teile brauchen. Bam, Frostbite in dein Gesicht. Bam, Power Drive in dein Gesicht. Oh yeah. Mehr Lebenspunkte. Ich habe eine Ahnung, was hier unter diesen Blättern blieb. War irgendwie klar. Okay, wenigstens hat er einige Lebenspunkte noch wieder dazu bekommen. Puh, so müde. Ich habe irgendwie eine Ahnung, was wir hier tun müssen. Aber ich weiß nicht, ob das auch die Wahrheit ist, das zu übersichtlich ist. Level up! Wir haben jetzt einen 20er oder noch einen 20er. Gut. Ha! Also war es doch so. Bam! Nichts erhalten. Och, nicht schon wieder. Water Currents. Hau. Ja, da vorne können wir wieder Frost benutzen, wenn wir dorthin kämen. Das wäre das Ding. Warte mal, kommen wir dort eigentlich hin? Soweit ich weiß, müssen wir nicht ganz vorne stehen, sodass wir es einsetzen können. Ach so, es würde sowieso nichts bringen, weil dort zwei Felsen im Weg sind. Okay, never mind, was diese Idee angeht. Klar, nervt mich nur. Ist ja nicht so, als ob ich hier meine Ruhe will. Jetzt gibt's Tote. Und ich halte mich nicht mehr zurück. Bam, und ist halt tot. Ich glaube, ich bin Frostsphere. And don't come back. Gehen wir mal rechts. Mist. Oh, komm schon. Vampower, Drive und Tod. Oh, und das ist immer noch nicht tot. Weißt du, wie sehr du nervst? Du nervst genauso wie der Teufel, der den Bildschirm verschiebt in Super Smash. Endlich aus dem Wasser. Nervt. Bam, probieren wir mal hier Cyclan aus. Nichts. Ist es euer Ernst? Ihr liebt es wohl, mich zu nerven, oder? Ja, dann gibt's eben Tote. Level up. Sehen wir mal nach, was es unter diesen Blättern alles gibt. Nichts. Dann setzen wir mal... Frost. Ha!
Und jetzt darf ich mich hier wieder freuen. So viele Gegner spawnen sollte verboten werden. Ja, jetzt. Ich hätte nicht viel als... wenn man gerade von Gegnern redet. Und tot. Und wieder tot. Keine große Überraschung bei Schwächlingen. Ja. Ha! Oh. Zwei? Ist es dein verdammter Ernst? Tornado hat nicht viel gebracht. Growth hat auch nicht viel gebracht. Netblast. Kann man vergessen. Hoffen wir, Growth 4 nützt was. Geht doch. Und Gegner. Bam. Und wieder einer tot. Tot. Da vorne ist wieder so eine Gabomba-Statue. Yippie. Holen wir uns jetzt unsere Belohnung ab, wurde auch Zeit. What the fuck? Planet Driver in dein Gesicht, Plant. Immer noch nicht tot. Wow, sieh mal jetzt ernst, aber jetzt verschwende ich keine PP mehr. Geht doch. Ein Spieleticket. Hat sich gelohnt. Der Ersatz für die Mimik, die ihr wohl fehlt. Ha? Heiger Bomber, wir sind hier. I'm grateful for your promise. But I am worried that we have done a Kafubu and a Kibomba for a great wrong. A Kafubu has not honed his own prowess. The fault lies with him alone, and yet there is a hint of truth to what you say. Then what are we to do? Does this mean we don't receive your magic? So I have said I will give the power to you. Your concern is misplaced. But I must add some small conditions to our agreement. What kind of conditions? You must not mention this to our Kafubu. Kafubu was plainly ill-prepared for this test. He will lose heart if he hears what you have done. And yet, the Kibombo have need of this ill-prepared leader. If Kafubu ever reaches his place, I shall teach him the magic as well. Promise me that you will not tell Kafubu that you earned this magic. Can you do this? Yeah. Of course! And now I shall sleep farewell. Successors to the Witch Doctor. Tomegaude irgendwas. Dunkler Magier! Cool! Puh. Wenn ich wüsste, was das alles boostet! Angriff 171, 129, 97. Mal sehen, was es safe tut. Auf jeden Fall Lebenspunkte. Minus, plus. Wow. Gut, ich brauche einen kleinen Testkampf. Gegner, wo seid ihr? Da seid ihr. Rufe Zombie, Raging Heat. Feuerpuppe, Haunt, Revive. Okay, screw this. Das ist sehr nutzlos. Ob ich das wohl bekommen kann? Ha! Ja, das war nützlich. Sarkasmus-Modus. Ich dachte, das wäre was Besseres. Ah, Redfoot. Wuhu!
Gut, wir haben es geschafft. Tomika, irgendetwas Buch können wir jetzt verkaufen. Es bringt nämlich absolut nichts. Und ich schätze, das war's aus dem jetzt mit dieser Folge. Bevor das, wie schon gesagt, wird jetzt verkauft. Ich sterbe gleich. Wäre ich nicht so müde, würde mein Lachen viel richtiger klingen. Hi, Kayamba noch einmal. Okay. Mal sehen, ist es wirklich so viel? Ich glaube, ich irre mich schon wieder mal. Fragt mich nicht, warum. Mein Gehirn will einfach nicht mehr funktionieren. Liegt wohl an all den Angry Video Game Nerd Videos, die ich angeschaut habe. Mein Gehirn ist explodiert bei all diesen schlechten Spielen. Naja. Genügend YouTuber-Menschen nicht. Ich schwöre es, das hat sich gerade eben bewegt. Du mich auch, Sacred Feather. Oh yeah, wir sind Level 20. Und sind gleich einmal auf wohl 30. Tja, wo gehen wir jetzt hin? Gib mir mal eine Sekunde, um mal mein Gehirn zu versuchen zu aktivieren. In der Rip haben wir alles erledigt. Gondobahn-Klippen abgeschlossen. Matra abgeschlossen. Yampi-Desert abgeschlossen. Palhafra. Geht noch nicht. Kasala abgeschlossen. Earthrock abgeschlossen. Bis auf ein Item, aber all den Weg dorthin. Den tue ich mir nicht an. Danke, Sacred Feather, dass du es mir gesagt hast. Wie kann ich glauben, wie kann ein Dark Mage gut sein? Ich schätze, das ist nur für Spieler, die das Spiel neu durchmachen. Und es mit anderen Synergieklassen versuchen wollen. Oder ein, Item-Klassen-Only-Run. Okay, mir fällt kein besserer Name dafür ein. In anderen Worten soll das heißt nur mit den Items, die man gekriegt hat, den Run machen. Und selbst wenn man etwas wie ein Genie und so hat, so diese Klassen lassen. Ich kann mir vorstellen, wie unmöglich das ist. Obwohl, ich habe gedacht, vieles wäre möglich. Dann habe ich gesehen, wie jemand ein paar Spiele corruptet und ja, mir das Gegenteil beweist. Ach ja. Du mich auch. Wir müssen hier hoch zu dem Dekan-Plateau. Wir müssen dorthin. Frag mich, wie wir dorthin kommen. Nope, so nicht. Alafra und Earthrock sind sowieso nah. Da können wir später mal hin und das Item holen. Denn wirklich, all den Weg.
gut. Also dann, Leute, in der nächsten Folge geht's auf zum Schiff. Also dann, bis zum nächsten Mal.